Komplexere Notizfunktion. Die Anwendung Notizen hatte lange ein Nischendasein geführt. Nur Text konnte man bisher damit festhalten. Mit dem nächsten OS X können nun endlich Bilder, Audiodateien, Links und Checklisten problemlos verwendet werden. Notizen inklusive Mediendateien gleicht die App per iCloud ab. Eine Software wie Evernote bzw. OneNote ist für diese Aufgaben dann nicht mehr notwendig. Eine neue Anhangsübersicht sorgt dafür, dass man den Überblick über die eingebetteten Dateien behält. Alle in den Notizen verwendeten Anhänge werden aufgelistet: Fotos und Videos, Skizzen, Kartenorte, Websites, Audiodateien und Dokumente. Einbetten kann man auch Kartenmaterial. Dazu öffnet man in der App Karten die Funktion Bereitstellen und wählt als Ziel die App Notizen. Eine Minikarte landet daraufhin inklusive Adressdaten in einem Notizenblatt. Wegbeschreibungen kann man in Notizen ebenfalls übergeben. Beim Anklicken öffnet sich die Route in der Karten-App. Mehr Textstile hat Notizen ebenfalls zu bieten. Neu sind beispielsweise drei vorgegebene Formate wie Titel, Überschrift und Text. Über einen Button kann man diese Textstile auswählen, ebenso drei verschiedene Aufzählungsarten. Checklisten kann der Anwender ebenfalls bequem erstellen. Ein in unserer Beta noch nicht verfügbares Feature ist eine Zeichenfunktion. Der Nutzer soll damit später per Mauszeiger malen und zeichnen können. Alle Notizen werden wie gehabt über die iCloud synchronisiert. iOS 9 wird unterstützt.